Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Adi Rollpier und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Boom. Wir sind hier in Kapitel 7 jetzt. Ne? Wir haben Kapitel 6 abgeschlossen jetzt mal. Wir haben... Wie heißt sie? Yukana? Yunaka? Yunaka, ne? Yunaka getroffen. Sie hat uns geholfen, einige Banditen zu zerhackstückeln, und wir haben den nächsten Ring in unserem Besitz gebracht. Den Ring von Mikaya. Also ja, das ist nicht schlecht, ne? ありがとうございます。いえ。けれど、最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど、最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど、最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど、最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど、最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど、最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど、最初
So kurz und bestimmt, dass ich meinen Kampf fange aus Schaukämpfen. Okay. Ich fange langsam an zu glauben, die weißen Sprechblasen sind als wiederholbare Sachen, ne? Und die grünen Sprechblasen sind irgendwie storyrelevanten Sachen, ne? So, dich habe ich noch nicht mal mitgenommen, aber ich krieg trotzdem was von dir. So, die Fragmente will ich wahrscheinlich auch mal irgendwann hier verballern, ne? Was doch schon für was? Ich muss zugeben, ich bin es nicht gewohnt, so viel verbündet zu haben. Es ist gut, mit euch zusammenzuarbeiten. Glücklicher, glücklicher, göttlicher. Yay, du bist immer noch am höchsten gelevelt von allen. Ja, du hast, glaube ich, 2 Level bekommen, ne? Ja, mit dir habe ich geredet, mit dir habe ich geredet, mit dir habe ich geredet. Ja, also alles die gleichen Sachen. Nur halt in der anderen. Mehr Fragmente. Ich will mehr. Da gibt es ja gar nicht so viele Leute zu reden. Da gibt es ja eigentlich nur, ups. Gibt es ja eigentlich nur meinen Verbündeten. Hi. Ich habe erst gar nicht gesehen, dass sie es ist. Ey. Vom Weiten sah ihr Kleid irgendwie so überdimensional aus. Ich habe sie ganz ehrlich irgendwie für so einen fetten Chocobo aus Final Fantasy gehalten. Wer darf aber auch das denn hier? So, hier sehe ich schon wieder ein paar Tiere, die ich entwenden kann. Aufgenommen. So, mehr scheint es dann hier nicht zu geben. Ne? Da ist nur ein Platz hier, den ich aufnehmen kann. Und da war es dann auch schon. Sehr kühl. Ja, pst, pst. Komm mit mir. Komm mit mir. Niemand wird es bemerken. Es wird wortwörtlich niemand bemerken, weil niemand hier ist. Taube. Oh. Okay. Ja, mit so kurzen Erkundungstouren habe ich gegen die habe ich nichts, ne? Müssen ja nicht alle irgendwie 5 Stunden dauern, ne? So, Eisenborn. So, ich kann jetzt im Somniel wieder hier Unterstützung und so machen, ne? So, ich habe mit allen geredet, ne? Ich glaube ja. Warte, war ich mit dir geredet? Ja, ne? Ich glaube ja, ne? Na gut. Okay, wir gehen zum Somniel erstmal. Oh. Hab ich gerade was bekommen. Oh, du schon wieder. Schließ dich uns an. Oh, oh. Schließ dich uns an. この前は急にいなくなったのでびっくりしました。ベイルはこの辺りに住んでいるんですか？私、旅をしてるんだ。探してる人がいて。探してる人？私の兄弟。どうしてももう一度話したく。マイン・グシュヴィスター？そうですか。家族と離れ離れなのは。それはグラマティカル違いでしょ。 Bin ich dein Geschwister? Haben wir so einen nicht gefunden letztens? Oh, ist dieses andere Mädchen ihr Geschwister? Das böse Mädchen von der Organisation 13. Ich
Ja, wenn sie barfuß rumläuft, ne? Oder ich habe dein Bein gerettet. Jetzt sind wir quitt. Ich bin Sie nimmt mal eine Rakete. Also kann sie sich in Drachen verwandeln. Irgendwie so was in der Art, ne? Nein, hat sie schon barfuß ist. Tiere tragen keine Schuhe. Oder andere mystische Wesen. Ich habe das Rätsel gelöst. Okay. Dann ab zum Somniel, unserer bunten Truppe. Staffeltickets. Was? Ich kann nur auf meine Ruhmeshalle zurückgreifen. Bandgespräche sind jetzt verfügbar. Ich hab die mal als erstes, ne? Was ist da? Ringkammer, neue Funktion, Turm der Prüfung neu bestellen, Ruhmeshalle. Können wir jetzt kochen? Boah. Erst einmal will ich hier Unterstützungsgespräch machen. Da haben wir schon was. Alfred und Etty. Also die wichtigen Sachen zeige ich natürlich hier, so Unterstützungsgespräch und so. Wo wir so die ganzen Sachen einsammeln und irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen Sportübungen und was weiß ich nicht alles. Da war ich alles auf Screen. この程度で音を上げてもらっては困ります。筋肉鍛錬の道は過酷な道。勝負も鍛錬もまだまだ続くのですから。望むところさ、エイティ。これもすべて強靭な肉体のために。え、アルフレッド様。強靭な肉体のために。 Okay. Cool. Dann Etty und Butcheron. Etty ist irgendwie sehr gefragt in letzter Zeit. Kommt mit hier irgendwie Unterstützungsgespräche? Vor allem die beiden haben als letztes. Da sind die doch beide irgendwie ja die Vasallen von dem von Alfred. Ich war sein Betreuten. Was glaube ich auch nicht, aber egal. ただそれだけのこと。本当にそうでしょうか。実は私、ブシロンさんのことをひそかに観察させていただきましたの。そうなのか。あなたは朝の鍛錬が済んだら、あとはずっと釣りか読書。私が走り込みをしている間も、ずっとぼーっと釣りか読書をしているだけ。それで、そんな恵まれた体格になれるはずがございません。 何か素晴らしいものを飲んでいるに違いありませんわ。まさか危険な薬物ですの？だとしたら厳罰ですわよ。
Okay. Na, dann haben wir das hier noch, ne? Alfred und Sigurd, damit die beiden ja höher leveln können. Was ist das denn für ein Satz? Kann ich nicht mal in Ruhe schlafen? Oh mein Gott. So, er kann jetzt Fähigkeiten erben, cool. So. So, kann ich jetzt hier was kochen oder was? Ja, okay, bestellen. Stelle Gerichte, um sie mit deinen Verbündeten zu essen. Wenn das Gericht gut gelingt, erhalten deine Verbündeten einen Wertebonus im nächsten Kampf. Speise mit deinen Verbündeten, um Unterstützungspunkte zu erhalten. Diejenigen, die Küchendienst hat, kann die Reste einpacken. Diese Gerichte kannst du als Item mit dem Kampf nehmen, um KP zu heilen. Koch vom Dienst. Hm. Wem essen wir denn ja was? Mit meinem Hauptcharakter ja fast niemanden mehr. Nur die Zwillinge und Etty. Kann ich überhaupt mitnehmen? Einen nur, ne? Du bist neu, von daher. Ach, doch, Bär. Ach, das ist wie ein Free Houses. Okay. Die können dann untereinander auch irgendwie supporten. Ach, die haben alle B und C. Hm. Ah, ne, hat sie gar nicht. Ah, sie kann mit Louis und ja, die beiden können miteinander supporten. Okay, wenn die beiden Striche sind, dann können die nicht. Okay, alles klar, alles klar. Ja, macht ihr beiden dann, ne? Sagen gedämpfte Dango, weiche Kugeln aus Brot. Teile ich dir ein, ja, da werde ich dich alles lehnen. Verteidigung und Geschicklichkeit schmeckt wem sehr gut. Gott, also irgendwas, was beiden schmeckt, würde ich dann sagen, ne? So, ach, jetzt kann ich auch meine Dings hier für irgendwas gebrauchen. Na, machen wir so. Das habe ich irgendwie durch Dings bekommen, ne? Ne, will ich nicht. Ich nicht benutzen. Ja, koch uns mal was. Ja, sehr. Okay. Rang D. Oh, alle Einheiten halten Geschicklichkeit und Verteidigung. Cool. Da haben wir wieder Support jetzt freigeschaltet. Ja, direkt mit unserem neuesten Mitglied. Sind jetzt schon beste Freunde. Und deine einzige. よ、傭兵。そうです。さすが新入士、よくわかりましたな。それだけ強ければ、さぞ有名だったのでしょうね。そうですな。それなりには。やっぱり
Bist du eigentlich so ganz offensichtlich eine Diebin? Wir haben sie wortwörtlich getroffen, als sie einen Ring von uns geklaut hat. Ich bin verwirrt. Wie auch immer, irgendwie unser Stützungslevel hochgegangen ist dadurch. So, Notizen haben wir uns noch nicht angeschaut, ne? So einige neuen Charakteren. Zum Beispiel Yunaka, Stadtklasse Dieb, 28. Juli. Gerissene Diebin traf den Würmgott erstmals am Rande Firenze, half den Ring der Tochter des Lichts zurückzuerlangen, gab später zu, ihn gestohlen zu haben. Und mag Waffenwissen, Training, Lesen, Musik, Gifte in der Dunkelheit lauern. Starke Gerüche, Tiere, Märchen, Partys, Hausarbeit angestattet werden, neugierige Personen. Wissen ja Dings, den haben wir noch nicht. So, gehen wir auch nochmal in der Arena, das kann man auch zeigen, ne? Und dann machen wir das hier. Okay, wen trainieren wir denn dann mal hoch, ne? Schon fast sagen Yunaka, ne? Machen wir mal. Ich habe jetzt auch Mikaya, das heißt, ich kann mir zwei neue Ringe neu erstellen. Oh, sie ist sowas von tot. Das ist schon ein etwas unfairer Kampf, okay. Coole Nahkampfanimation. Da war ein etwas unfaires Pair ab hier. Nur mal so nebenbei. Ja, perfekt. Sie freut jetzt hier sich relativ schnell mit allen Leuten an. Yunaka-san, kore wa chōdo ii tokoro ni. Luigi, dō sareta no desu ka na? Moshi yoroshikereba, kōcha wo goisshō shimasen ka? Das ist eine Entschuldigung, dass ich dir voll eine reingehauen habe mit meiner Lanze. Holt einfach seine Rüstungstasche.僕の故郷の近くには有名な茶畑の里があったので、良質な茶葉を手に入れる機会が多かったんです。子供の頃からよく家族に振る舞っていたので、紅茶のでも自然と身についたのですよ。なるほど、そうだったのですな。こんな美味しい紅茶を普段から飲むことができるなんて、ルイ氏のご家族が羨ましいですと。どうでしょうね。 ユナカさんのご家族はご健在ですか？私めの？それはですね、私めの家族はなんというか。今の質問は取り下げましょう。ユナカさん、紅茶にブドウの砂糖漬けを入れたことはありますか？ブドウの？それは試したことがありませんな。 では今ご用意しますので、ぜひご賞味ください。僕の故郷の名物なんです。それは楽しみですな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 。それは
So, weiter trainieren. Sie war kurz vorm Level ab. Also auch wenn sie jetzt verliert, müsste sie eigentlich hochleveln. Da bitte nicht noch mal gegen Louis. Komm, John, John, John. Hm. Oh, das ist ziemlich, wenn er ein paar Mal daneben haut. Sehr gut. Nein, nicht gut. Oh Gott. Alter. Hey, gut gemacht. Also ausgerechnet jetzt ist Butcherin so treffsicher, ist klar. Okay, nice. Obwohl, ehrlich gesagt, nicht so nice. War nicht so ein gutes Level up. Hm. Ich glaube, mein Hauptcharakter könnte hier mal leveln, ne? Level 7, der ist kurz vorm Level up. Oder Celine. Ne, Celine ist, dreht sich ja eigentlich. John könnte, John kann dich heilen, hochleveln. Oh, mal Butchern. Oh, Butchern. Er ist irgendwie schwieriger. Das ist mein Hauptcharakter. Ja. Guter Witz. Hey, er hat Erfahrungspunkte gegeben. So, ich habe schon irgendwie mal so geguckt, ne? Und zwar habe ich schon so darüber nachgedacht, ob ich einige Charaktere hier auch hochleveln mit so Bandlevel, ne? Zum Beispiel Clan, ne? Eben würde ich zum Beispiel Celica hochleveln lassen. Da müsste ich 400 Dinger bezahlen, ne? Insgesamt. Dann bekommt er nämlich Magie plus 3, was nicht so schlecht ist. Und Buchpräzision, die er dann lernen kann. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, ne? Kann ich halt einfach so mal machen. Ich habe noch nie gemacht. Machen wir mal. Oh, muss ich auch noch gewinnen? Ich mache nichts an Schaden. Cool. Was ist das denn? Na. Was bedeutet das? Kriege ich das jetzt nicht? Ja, trotzdem bekommen. So, jetzt hat er all ihre Fähigkeiten gelernt, ne? Und jetzt kann er zum Beispiel, weil nicht. Da muss ich aber erst zu dem Ringraum, ne? In die Ringkammer, lass mich da, da habe ich auch neue Funktionen anscheinend. Hm. So, was ist ja neu? So, jetzt kann ich Fähigkeiten erben, ne? Jetzt kann er zum Beispiel. Kann er zum Beispiel Magie plus 2 oder Magie plus 3 lernen oder Buchpräzision. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ich brauche ein paar mehr Punkte, aber also kann ich dann auch Fähigkeiten lernen, ne? Das wäre doch nicht schlecht. So, Ringe polieren, dann mache ich auf Screen. So, das ist neu. Mit bestimmten Materialien kannst du Bündniswaffen verbessern. Kristalle erhöhen Werte und Peinbücher fügen Aktivitäten zu. Materialien für die Verstärkung von Bündniswaffen kannst du in Sturmprüfung oder Staffelprüfung verdienen. Bitte was? Bündniswaffen haben nur beschränkte Kapazitäten für Verstärkung. Du kannst Bündniswaffen nicht mehr über ihre Kapazität hinaus verstärken. Durchgeführte Verstärkung können zurückgesetzt werden. Die probiere unterschiedliche Effekte für effektive Kombinationen aus. Okay. Also kann ich die oder fall ich schon ja noch gar nicht der Tierfing. Oh. Tani, will ich dann eigentlich, ich habe doch gar nichts gefunden.
So, was ich aber noch machen kann, ist, ich habe jetzt Mika, ja, das heißt, ich kann mir mal, ich glaube, Wanda und John fehlt noch. Nur John, okay. Ich tue trotzdem zwei herstellen. Zweimal von Mikaya. Bitte. Ein paar Fire Emblem 10 Charaktere. Komm, müsst ihr eigentlich alle kennen. Oh, goldener. Naselia. Der Rabenkönig. KP plus 2. Glück plus 1 und Resistenz. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Ring ist. So, holen wir noch einen. Ich glaube, das ist Silber, ne? Oh, Tiban, der Falkenkönig. Oh. Alila Gus. Soll ich schon mal noch einen? Kann mich nicht aufhalten. Und Nefine, cool. Kommt sie nicht auch im 9. Teil vor? Das ist ein bisschen verwirrend. So, was fehlt hier noch? Ruhmeshalle. Die ist neu. Oder Turm der Prüfungen. Wo ist denn die Ruhmeshalle? Gehen wir mal hier ein. Was ist denn da? Guck mal, was hier so ist, ne? Das dauert da trotzdem noch so eine halbe Stunde hier, bis ich hier alles erledige. Aber ich habe ja hier noch so eine neue Funktion und so freigeschaltet, ne? Am Aussichtspunkt wurde was gefunden, stand da gerade. What's this? Du hast den Zugang zum Turm der Prüfungen. Diesen Turm kannst du Belohnung verdienen, indem du Prüfungen absolvierst. In der Sturmprüfung musst du mehrere Karten hintereinander bewältigen. Zu Beginn kannst du die Schwierigkeit festlegen. Im Staffelprüfung spielst du online im Team mit anderen Spielern. Ihr kämpft abwechselnd gegen Gegner. Will ich aber nicht. In Dimensionsprüfung triffst du online auf selbstgestaltete Karten gegen die Armeen anderer Spieler an. Das hört sich wahrscheinlich nur besser an, als es eigentlich ist, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich eigene Karten erstellen kann. Gebrauchte Items gefallen werden nach Ende der Prüfung zurückgesetzt. Aber also für Abschluss. So kann ich damit nichts machen. Okay, cool. Kann man das auch. Bin ich gut, weil abgeschlossen haben. So, stand gerade im Aussichtsturm und irgendwie was gefunden. Was bedeutet das? Aussichtspunkt. シンリュー様、フィレネ南方の諸島にて、このような謎の腕輪が発見されました。他にも腕輪を祀っている史跡が発見されたとの情報が一度向かってみてはいかがでしょうか。もう部屋？腕輪から紋章師の気配が、まさかこの中に新たな呪文が頭に浮かんできます。 Emblem der Rivalen. Ich jetzt einfach mal so ein Emblem noch. Ah, die Fire Emblem Three Houses Heroes. Edelgard, Dimitri und Claude. Die sind vom DLC Pass dann. Ich bin der Alfred in meinem Spiel. Der hat gerade deren Namen gesagt. Wieso sind die ganz offensichtlich nicht aus? Aber wir sind alle tot. Okay,
Ich weiß nicht, ob ich die beschweren will. Kriege ich jetzt von jedem hier einen Ring? この 3人 で 力を 合わせる なんて 新鮮よね。 確かにな。 Ja, normalerweise gehen die Leute immer auf mich los, weil ich die Hauptbösewichte bin. In 3 von 4 Routen. Spoiler nehme ich an. グロンダーズ自治戦は実戦形式の学級対抗戦だ。その日の夜は学級関係なく互いの検討を称え合ったんだ。かなり盛り上がったわよね。ディミトリはなかなかの堅物に見えるだろう。ここだけの話だが、打ち上げの時のこいつの。Und er ist ein Psychopath, wenn man ihn 5 Jahre lang allein lässt. そうなんですか。初対面の相手に冗談かどうか判別しづらい話をするな。クロードの言うことは話半分で聞いておいてくれ。おいおい、ひどいな。2割ぐらいは本当だろう。減ってるじゃないの。Cool. Fire Emblem Three Houses Fan Service nehme ich an. 私たちの力をたくすわ。存分に触れてちょうだい。大丈夫。きっと勝てるさ。そのために俺たちはここにいるのだから。お前には特別俺の秘策を授けてやるよ。度肝を抜くような、とっておきの策をな。とても心強いです。私も皆さんの期待に添えるよう頑張ります。これから Emblem Edelgard. Warum nur Edelgard? Emblem Edelgard wechselt sich zufällig mit Dimitri und Claude ab, was dir im Kampf Zugriff auf völlig unterschiedliche Fertigkeiten beherrscht. Die Senkofähigkeit Strategie verfügt jeden nach aktiven Haussprecher über verschiedene Effekte. Die Bündniswaffe Aimia kann Gegner Schmetterschaden und Drachen zusätzlichen Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Kampftechniken gewährt Zugriff auf einen von 3 Angriffen auf Kosten der verbleibenden Bündnisanzeige-Züge. Der Bündnisangriff Hauskombo wird mit Axt, Lanze und Bogen ausgeführt. Erhöht Chancen auf Brechen der Gegner, effektiv gegen Flieger. Göttliche Kapitel. Von der Weltkarte aus kannst du zu den verschiedenen Inseln der Embleme aus den Armringen reisen. Du kannst jetzt halt zur Hauptstory zurückkehren. Ah, okay. Aber ich habe bis jetzt ja nur einen, ne? So, was ist noch hier? Ruhmeshalle. Wo ist die Ruhmeshalle? Im Trainingsplatz neue Sachen. Ich werde so oder so immer noch hier rumhängen. Ich soll vielleicht mit all den Leuten, die irgendwie grüne Sprechblasen haben, hier reden. So, wenn hier nichts Neues ist, war ein höherer Schwierigkeitsgrad. Dann ist mir egal. Mach ich auf Screen. So, ist hier die Ruhmeshalle? Ah. Wo ist die Ruhmeshalle? Okay. Kannst du nur auf die Ruhmeshalle zugreifen? In der Ruhmeshalle kannst du deine Visitenkarte bearbeiten und die Karten anderer Spieler ansehen. Ich spiele aber nicht online. Du kannst die Aktion auch in der Enzyklopädie vornehmen, aber Fototermine können nur in Ausweichen der Somniel stattfinden. Mit einer Visitenkarte kannst du individuell darstellen, was du in diesem Spiel geleistet hast. Mit Hilfe der Online-Funktion kannst du deine Karte öffentlich machen und mit anderen Spielern Visitenkarten austauschen.
in meine Karte, um die Visiten halt zu bearbeiten. Ja, nichts Unanständiges und so, ich weiß. Das ist sowieso eine Trainerkarte im Pokémon. So, Prüfung, Spielinformation. Fototermin. Okay. Ich kann einfach die Leute da so hinstellen. Unsere Hauptcharaktere von Anfang an. Was? Nein, ich wollte eigentlich daneben. Ich will in die Mitte. Irgendwie näher dran gehen. Ist ein bisschen sehr weit entfernt. Ups. Hier ist ein Foto gemacht. Ja, das würden wir irgendwie von einem Boyband irgendwie. Das ist unsere neue Boyband hier. Ja, das würden wir kurz davor sein, irgendwie das würden wir irgendwie, weiß nicht, ja. Wie so eine K-Pop-Gruppe irgendwie ja gerade posen. So, habe ich jetzt alles? Ja, ne. So, ich bin ins Café gegangen. Ich bin in mein Zimmer. In mein Zimmer bin ich noch nicht gegangen. Zentraler Platz, Schwimmgarten, Obstgarten. Warum wird der extra nochmal hier angezeigt? Komme ich da jetzt mal Sachen? Das ist die Ruhmeshalle. Ich könnte mal gucken, wer ja alles so grüne Sprechblasen habe. Ich nehme an, das sind alles einzigartige Klamotten, ne, die ja sagen. Er sagt irgendwie die genau gleichen Sachen, glaube ich. So, Yunaka. Er sagt, glaube ich, die gleichen Sachen, ne? Ja, die sagen einfach so random generierte Sachen, ne? Interessiert mich nicht. Ich will nur einzigartige Sachen lesen. Hey. Das ist also das legendäre Somnia. Dann sollte ich mich besser mal total spitze benehmen. So. Weiß, wir haben trotzdem ja noch fast eine Stunde dran gesessen, aber was soll's, ne? So, was ich dann jetzt mache, ist, ich speichere hier mal. Und zwar hier. Dunkles Emblem. Und dann können wir ja trotzdem schon mal in die nächste Storykarte gehen. Um zu gucken, was uns da erwartet, ne? Nächste Cutscene und so anschauen. Was ich dann mache, ist, ich werde dann zum Somniel zurückkehren oder das Spiel laden. Ach nee, ich will mal schlafen gehen. So einmal pro Party ein Nickerchen machen, nicht von jemanden stalken lassen, das kann man auch machen, ne? Aber dann war es das auch. Dann gehen wir in den nächsten Kampf, in die nächste Level und gucken, was da so auf uns wartet. Und ich nehme mal, nachdem wir alle Funktionen irgendwann freigeschaltet haben, dann wird das hier nicht mehr so lange dauern, ne? So. Mal ausruhen. Wer schleicht sich jetzt in meinem Bettchen? Sind aber auch immer irgendwie die Mädels, ne? Was für eine Richtung geht dieses Spiel, ja? Ja.
Ganz viele Glücksgefühle. Wird schon irgendwie seinen Grund haben, dazu machen. Ne. Ne. Ja, sehen wir da oben. Ich muss halt auch irgendwie bekommen. So. Ich wollte mal die Karte hier sehen. Jetzt sind all die Sachen, die ich aufsammeln kann, weg. Ein nobler Ritter, der zum Nachfall des heiligen Ritters Baldo einige heilige Waffen in seiner Welt geerbt hat. So. Sind alle da, ne? Ja, guck mal. Na gut. Wie gesagt, speichern wir mal. Dunkles Emblem. Na, guck mal, was die nächste Story hier schon mal zu bieten hat, ne? Außer wir haben noch eine Nebenquest. Und dann gucken wir mal. Und diese drei Dinger, die ich gerade bekommen habe, die mache ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wann ich die machen soll. Wird halt so. Hier mal, da ist das, weil ich gerade freigeschaltet habe, ne? Nein, geht ein. Nebenquest, Banditenversteck. In der Banditenfest macht sich eine kleine Demo auf die Suche nach Schätzen. Okay, das klingt jetzt nicht nach DLC, das klingt jetzt schon eher nach Nebenquest. Okay, ups. Ja, das sieht schon definitiv anders aus. Weltkarte, göttlich Kapitel. Mit Hilfe der Weltenkartenmenüs kannst du zum Sammeln oder zur Weltkarte der Hauptstory zurückkehren. Auf Karten, die du bereits abgeschlossen hast, können von Zeit zu Zeit Gefechte erscheinen. Drachentempel, circa 20 Runden. Und da wurde ein neuer Armring entdeckt. Und noch ein. Ah, lass mal. 20 Runden. Ach, 20 Runden überleben. Das klingt nach einer Menge Züge zu diesem Zeitpunkt. Spiel 12 Stunden. Hey, cool. Ja, ne, meine Erfolge sollte ich mir vielleicht auch mal abholen. Warte mal, können wir auch noch machen. Warte mal, Dorf der Teefelder. Na so. Zurück zum Somniel. Da kriegt man ja auch irgendwie was, ne? Wenn man die Ding jetzt hier eintauscht, ne, diese Archivements. Aber cool, wir haben noch mal eine Sidequest, cool, noch ein Charakter, aber noch ein Dieb. Da klang jetzt irgendwie, sollen wir jetzt noch mal ein Dieb bekommen, noch eine Diebin anscheinend. Ja, spenden kann ich ja auch noch, ne? Siehst du, was ich alles vergesse? Das kostet so viel, wir kriegen irgendwie von nichts Geld. So. Alle abholen. Oh ja, Menge. Okay, nur Banddinger. Okay, ich habe irgendwie gedacht, wir kriegen ja mehr. Okay, guck mal, was nächstes Story-Ding so zu bieten hat, ne? Okay. So, Klasse Basis Level 7, Spenden Level. Und das hier wäre Level 7. Dann gehen wir mal erst in die Sidequest, ne? Banditenversteck. Guck mal, was da drin ist, ne? Man kann ja schon mal die Cutscene anschauen und dann kann ich mich irgendwie, weil ich offscreen so vorbereiten. Der Positionierung meiner. Oh, mysteriöse Händlerin Anna.
Anders ein Charakter, der in jedem Fire Emblem vorkommt. Ein rothaariges Mädchen, die meistens eine Händlerin und ein spielbarer Charakter ist in den letzten Teilen. Oder ist sie mit dem DLC verbunden? Im letzten Spiel war sie auch ein DLC-Charakter. この取り手に向かってきてます。かなり強そうです。次から次へと面倒なことが起き上がる。今日は役日だね。だがこの危機は必ず乗り切って戦闘班は配置につけ。迎撃態勢。シーフは直ちに宝物庫に向かえ。お宝が奪われないよう回収して避難だ。了解っす。 Okay. Aber wir kriegen jetzt nicht noch eine rothaarige Diebin. Wir haben doch gerade eine rothaarige Diebin bekommen. Na, es ist Anna. Sieht sehr viel besser in dem Spiel aus als in Free House. Oh. Muss ich die Schatztruhe öffnen? Weniger schnacken, mehr packen. Warum hat sie denn so eine sanfte Stimme? Sie hat meistens irgendwie eine frechere Stimme. どうやらここで間違いなさそうですね。貴重品を奪われたという被害者の方が大勢いました。大事な思い出の品やご両親の形見、なんとか取り戻して差し上げたいです。そのためには戦うしかないようですね。 Wir können 8 Charaktere mitnehmen, alles klar. Ja, und diese Quest machen wir dann im nächsten Paar. Oh, die Level sieht schon aus, als hätte es ein bisschen mehr in sich. Was ich machen? Methan besiegen. Bist du hier? Du bewegst dich nicht. Perfekt. Du bist Level 16. Du hast Geld. Heilung, kein Ding. Du hast auch Geld. Wie viel? 1000. So, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Quest ist, die ich bekommen habe durch den DLC. Ah, was soll's. Einige Charaktere sind immer noch hart unterlevelt, finde ich. Meine Truppe würde wahrscheinlich in See. Und ich kann immer noch drei. Vielleicht ihn. Ja. Und dann vielleicht ihn. Nee, sie. Weil die drei sind schon stark genug. Meine Philosophie ist immer die, die am schwierigeren, die schwieriger hochzuleveln sind, hier hochzuleveln. Ja gut, aber diese Quest machen wir dann im nächsten Part, ne?
Das sieht schon so ein bisschen härter aus hier, ne? Wir sind getrennt, wir sind von mehr Gegnern umgeben. Sieht jetzt aber nicht so stark aus. Bis jetzt ist das Spiel noch relativ easy. Ich hätte doch, aber ich werde nicht, ich hätte nicht auf Dings spielen sollen. Auf den höheren Schwierigkeitsgrad, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. War auf den ganz höchsten Schwierigkeitsgrad, weiß ich nie genau, auf was du dich da einlässt. Weil in einigen Fire Emblem Spielen sind die machbar, die höchsten Schwierigkeitsgrade, Maddening oder wie auch immer das hier in dem Spiel hieß. Lunatic oder irgendwie sowas. Und ja, die sind irgendwie weil nicht. In einigen Spielen sind die machbar und noch halbwegs fair, bei manchen Spielen sind die einfach nur vollkommen irre. Und hart ist eigentlich mal eine vernünftige Schwierigkeit, die sich machbar lässt. Und wenn das Spiel jetzt nicht so unglaublich höllisch schwer ist, dann ist eigentlich auch nicht schlimm, weil für mich wird sowieso schwer sein, weil in Fire Emblem ist es so, man muss sich später irgendwann so auf so eine Gruppe von Charakteren irgendwie, auf eine bestimmte Anzahl von Charakteren, so keine Ahnung, so 10 Charaktere oder so irgendwie spezialisieren, weil später kann man halt nicht, man kann halt nicht alle Charaktere mitnehmen, also man wird wahrscheinlich nie mehr als 10 oder 12 Charaktere vielleicht mal mitnehmen können im Kampf, ne? Von daher ist es ein bisschen doof, alle Charaktere zu trainieren, aber ich will alle Charaktere trainieren, ich will immer alle Charaktere trainieren, und das macht das Spiel normalerweise immer schwieriger, weil ich dann irgendwie da sitze mit allen Charakteren, die alle ein ausgeglichenes Level haben, und keiner von denen ist irgendwie super stark, was das Spiel normalerweise schwieriger macht irgendwann, aber werden wir ja sehen, ne? Gut. So, was ich jetzt noch machen will, ist zurück zur Weltkarte. Wir haben jetzt gesehen, was hier los ist. Ich kehre dann zum Somniel zurück. Die Sachen werden ja immer noch alle da sein, ne? Nehme ich an. Muss er checken, wie er hier abläuft, ne? Ich sammle dann die ganzen Sachen hier im Somniel ein. Keine Ahnung, ich streiche mein Haustier, mache ein paar Kniebeugen oder irgendwie sowas. Du vielleicht noch ein paar Waffen auf. Motzen und so, und dann sehen wir, ob ich das gebacken kriege im nächsten Kapitel. Ich nehme an, ja, so schwer sah jetzt nicht aus. Also, da waren ein paar Gegner mehr als im letzten Kapitel, aber sah jetzt nicht so schwierig aus. Wird schon machbar sein, ne? Gut, dann danke ich für jeden ja fürs Zuschauen. Hallöchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.